Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zum Revierderby. Der zweite Spieltag der Rückrunde steht an, genau zu sein, der 19. Unser Tabellenführer FC Schalke 04 muss ein 0:0 gegen Gladbach verdauen. Jetzt kommen die Dortmunder, Tabellenplatz 4. Hüntelaar gleich mal über rechts, das ist Hofmann. Da murmelt sich Hummels das Ding bald selbst ins Tor. Weinfelder war aber achtsam. Ja, wir haben bisher alle Derbys zusammen gesehen. Die meiste Zeit haben die triumphiert, nur einmal haben die Dortmunder hier aus Schalke 3 Punkte mitgenommen. Das war in der letzten Saison hier in der Felix Arena. Da gewann der BVB mit 1:0. Und fast immer trifft Lewandowski Aluminium gegen uns. Boateng versucht auch rauszuspielen auf Isco. Ja, wie gesagt, wir wieder mit 0:0 in die Rückrunde gestartet gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, nur mit 0:0. Aber okay. Bei unserem Punkteforschung kann man sich das mal erlauben. Wenn jetzt ein Sieg gegen Dortmund nachgelegt wird zu Hause, dann ist das alles in Ordnung. Hüntelaar, Hofmann, Kirchhoff, gut gemacht. Hüntelaar, das ist Garic, der sich den Platz in der Winterpause gegen Uschida zurückerobert hat, überraschenderweise. Hüntelaar, guter Pass auf Draxler. Ginter ist da, Matthias Ginter. Von Freiburg haben wir gekommen, Boateng. Heute auf der 10er-Position wieder. Draxler, das ist Hofmann. Philipp Hofmann gegen Ginter. Philipp Hofmann! Die erste gute Möglichkeit für Schalke. Schöner Schussversuch von Philipp Hofmann, der sich ja auch in einem Rausch gespielt hat. Die letzten Spiele vor der Winterpause hat er erstmal Niklas Bendtner verdrängt. Anjelle Forsen hat er ebenfalls verdrängt, der ebenfalls dann die Flucht weggesucht hat. Zumindest hat er sich eh nie wirklich wohlgefühlt oder haben ihn mit Kusshand für 7 Millionen verkauft. Boateng, Philipp Hofmann gegen Hummels. Hofmann gegen Sahin. Verbindung hat Ballbesitz. Cutlets, Leitner. Und das ist Marco Reus, der weiterhin beim BVB spielt. Reus genau vorne auf Lewandowski, der ist auch wieder auch noch beim BVB. Aber Kirchhoff ist da auf der 6. Position stark. Hüntelaar. Hüntelaar sitzt durch Ginter. Hüntelaar links raus, muss der Pass kommen. Aber Nuri Sahin hat da gut aufgepasst. Jetzt der Kontermöglichkeit für den BVB. Götze auch noch beim BVB. Starker Pass auf Marco Reus. Garic kommt hinterher. Georgi Garic im Alter von 30 Jahren muss er jetzt die Bremse ziehen. Gelbe Karte für dieses Einsteigen von hinten. Für so ein Ding hat ein Spieler bei uns in der Kreisliga die rote Karte gesehen. Tief in der gegnerischen Hälfte, um genau zu sein. Wisst ihr Bescheid. Genau für so ein Teil. Ball spielt er nicht. Garic hat Glück, dass er hier nur gelb sieht. Freistoß. Sahin. Flach hineingetroffen. Lewandowski. Reus geht doch nicht mehr ran. Das war die Riesenchance für den BVB, hier mit 1:0 Führung zu gehen. Sahin macht ein Zeichen für die Ecke. Ja, da war Kirchhoff nämlich noch dazwischen, der da gut abgeblockt hat, als Lewandowski reingerätschte. Sahin mit der Ecke. Hofmann fährt per Kopf. Hüntelaar. Und da zieht Hummels das Foul. Gelbe Karte von hinten. Taktisches Foul. Ne, Gonzalo Castro war es, nicht Hummels. Entschuldigung. Gonzalo Castro sieht hier die gelbe Karte nach Foul an. Klasse und Hüntelaar. Der Kapitän. Da geht auch klar von hinten rein. Zu Recht die gelbe Karte da. Natürlich wie auch bei Garic eben so. Und Price mit dem Freistoß. Draxler verlängert auf Hüntelaar. Boateng. Ah, schlechter Pass von Boateng. Hummels passt auf. Lewandowski, Götze über rechts. Götze, schöner Seitenwechsel auf Marco Reus. Aber was macht der Reus denn da? Wartet da zu lange ab, sodass er bei uns austrudelt und gibt einen Wurf für unsere Schalker logischerweise. Ganz schlechte Aktion da von Marco Reus. Georgi Garic macht das. Wie gesagt, hat sich gegen Uschida wieder durchgesetzt. Gute Partien im FIFA-Weltpokal gespielt. Noch in der Vorbereitung. Sehr gut gespielt in den Vorbereitungsspielen. Reus jetzt gegen Garic wieder. Reus kann flanken. Götze kommt da tatsächlich zum Abschluss. Zwischen Büttner und Hövedes, wie es aussah. Aber nur ans Außennetz. Glück für die FC Schalke 04. Und die Dortmunder können sich langsam mehr Chancen erarbeiten. Wir fangen an, sich vielleicht sogar ein Tor zu verdienen. Jetzt wieder Doppelpass im Mittelfeld bei uns. Boateng, Hofmann. Wir spielen ja wenn schon schnell und Schnurrwachs nach vorne. Philipp Hofmann jetzt. Philipp Hofmann. Nächster guter Abschluss von ihm. Leider nicht im Tor. Roman Weinfelder hat da gut aufgepasst. Aber es ist klar, dass für uns jetzt schwere Spiele kommen werden. Nach dieser überragenden Hinrunde. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es war einfach überragend, die Hinrunde. Ohne Niederlage. Jetzt also weiter noch ungeschlagen. Hüntelaar. Ja, eigentlich war es kein Foul. Er spielt noch klar den Ball. Weiß nicht, was der Schiri da gesehen hat. Möchte ich sagen, dass das kein Foul war. Wie gesagt, nach dieser überragenden Hinrunde braucht man jetzt nicht erwarten, dass wir nochmal weiter durchmarschieren. Es wird ein richtig schwerer Kampf, den Platz so in der Tabelle zu verteidigen. Denn wir sind die Gejagten. Isco lässt sich davon Reus vernaschen. Die Flanke auf Lewandowski findet den Polen auch. Aber Artur Moraes bringt das nicht in Verlegenheit da. Draxler, das Pass war gut. Draxler, Castro. Oh, Pressschlag.
Kein Foul auf die Schießlinie. Draxler holt sich den Ball von Götze zurück. Büttner auf Hinteler. Und da ist wieder Philipp Hofmann. Er sucht Draxler. Foul gespielt davor, aber Vorteil. Draxler mit der Flanke. Das ist Hinteler. Licht nochmal auf Boateng. Und Boateng schließt ab. Und was für ein Tor! Von Kevin Prince Boateng. Sein dritter Saisontreffer. Klasse Schuss. Mit links angenommen und mit links abgeschlossen. Nach Vorarbeit von Klaas-Jan Hinteler und Julian Draxler. Sauberes Tor aus dem Nichts. Erzielt Schalke hier wieder das 1:0. Wie im DFB-Pokal gegen Hannover 96, wo Philipp Hofmann mit seinem Hattrick da alles klar machte. So, kurz vor der Pause. Richtig gut gemacht. In der Druckphase der Dortmunder das Tor erzielt. Genau so muss man es machen. Garic lassen wir trotzdem noch drin. Trotz gelber Karte. Mal sehen, wenn er noch einmal ein bisschen zu langsam ist gegen Reus, dann müssen wir ihn wohl runternehmen. Hier und heute gibt es aber nur noch den Sieg für uns heute. Das dürfen wir uns einfach zu Hause nicht nehmen lassen. Draxler wieder gut gelöst. So, Boateng motiviert mich noch ein bisschen. Hat eigentlich gut gespielt für mich. Wie nehmen wir noch? Hofmann wird noch ein bisschen motivieren. Hat viele Bälle verloren da. Verloren gegeben. Auch Isco müssen wir motivieren. Von ihm war noch kaum was zu sehen bislang. Und ja, Benny Höwedes. Bisschen mehr Sicherheit wieder. Hat sich auch wieder den Kampfplatz zurückgekämpft. Dadurch ja Renato Augusto eigentlich raus erst. Dadurch, dass Benny Höwedes zurückgekehrt ist im Prinzip. Denn dadurch rückt Kirchhoff auf die 6er-Position vor. Und Boateng auf die 10. Wo er auch spielen kann, haben wir ja gesehen. So, und jetzt noch Massagen verteilen für einmal Höwedes, einmal Boateng. Jo. Ansonsten reicht das, brauchen wir nicht mehr verteilen. Gut, auf geht's zur zweiten Halbzeit. Dortmund natürlich geschockt jetzt. Mal sehen, wie sie auf diesen Rückstand reagieren werden. Wir können es erstmal zurücklehnen oder am besten das 2-0 nachlegen gleich. Langer Ball auf Lewandowski, Price ist da und Büttner klärt mit langem Ball. Auf Jule Draxler. Draxler mit dem Seitenwechsel auf Isco, den Spanier. Isco lässt einmal aufprallen. Jetzt die Flanke gut gespielt in den Lauf von Hofmann. Aber am Ende doch ein bisschen zu weit weg von Hofmann, sodass Weidenfeld den Ball locker fangen kann. Den Abschlag fängt Lewandowski nicht ab, sondern Kirchhoff gewinnt das Kopfball da auf der 6er Position. Hinteler mit dem Pass auf Hofmann. Hofmann vorbei an Ginter. Hofmann! Versucht es wieder mit ein paar Schlenzern wie gegen Hannover im DFB-Pokal. Da sah es ja richtig gut aus, aber hier heute nicht. Ich glaube, nächste Woche spielen wir schon gegen Bayern, also noch ein 3D-Spiel wird folgen. Hinteler, Draxler. Probiert den Ball an Schaar hin und setzt sich nach. Castro, Götze. Jetzt die Dortmunder mit Tempo, können sie es erreichen? Nee, Höwedes ist wieder vor Lewandowski. Lewandowski ist kein Stich da vorne. Fehlpass, Boateng, aber Draxler holt in den Ball. Hofmann. Gut, behauptet den Ball. Hinteler. Vorbei an Schahin. Nee. Muss er links raus spielen auf Draxler. Jetzt wieder Boateng den Ball erobert. Isco mit dem langen Pass wieder in den Lauf auf Hofmann. Aber auch der findet nicht das Ziel. Also Isco, ich weiß nicht, warum ich mit dem verlängert habe. Ich glaube, sonst hätte ihn in der Form hätte ihn uns keiner weggekauft. Reus setzt sich durch gegen Garic. Ah, Garic ist heute nicht so gut, aber das macht er klasse. Der Österreicher, Georgi Garic. Hier danach setzt. Super gemöst. Isco. Gegen Katletz wieder zu wenig von Isco. Aber er setzt nach, aber kommt wieder nicht dran. Boateng. Da ist wieder Isco. Jetzt gegen Reus. Isco. Wieder den Ball verloren. Gefällt mir gar nicht, was der Spanier da macht. Büttner. Klasse abgefangen den Ball. Vor Mario Götze. Jetzt Draxler. Kann ruhig aufbauen. Legt ein bisschen das Tempo ein. Jetzt hat ganz viel Platz. Nämlich Draxler. Geht an Schahin vorbei. Super Pass auf Hofmann. Hofmann legt ab auf Hinteler. Hinteler nochmal Hofmann. Hofmann. Versucht es wieder, aber bringt Weinfeller da nicht in Bedrängnis. So. Isco werden wir runternehmen. Für ihn wird natürlich dann Leon Goretzka in die Partie kommen. Und für Philipp Hofmann kommt ganz klar Niklas Benten in die Partie. Doppelwechsel bei FC Schalke 04 wird vorbereitet. Weinfeller mit dem langen Abschlag. Hofmann. Gut behauptet den Ball. Isco. Isco setzt sich diesmal durch. Aber gerade so. Boateng auf Hofmann nochmal. Hofmann auf Hinteler. Ah, da muss ich wieder drehen. Nochmal ablegen auf Hofmann. Hofmann gegen Schahin. Das war zu viel. Das war zu viel. Da muss der Abschluss gesucht werden. Ein bisschen zu lange gedauert. Lewandowski, klasse Pass von Lewandowski auf Mario Götze. Der ganz viel Platz ist auf der rechten Seite. Mario Götze flankt für mich ein bisschen zu früh. Und damit ist die Chance für den BVB vorbei. Also, das Tor fiel genau richtig für uns. Der BVB dadurch total aus dem Konzept gebracht worden. Isco hat den Ball gut erholt und Draxler schlecht gemacht. Castro mit der Flanke. Das wieder Lewandowski. Muss sich weit nach hinten fallen lassen, denn die Bälle kommen einfach nicht in den Strafraum. Wieder Hinteler. Nicht zurück auf Philipp Hofmann. Doppelpass jetzt mit Hinteler. Hat er gar nicht mit gerechnet. Muss auch noch alles starten. Hat den Ball aber noch. Gegen Castro. Hinteler mit der Flanke. Da ist Isco. Da ist Isco. Da ist Isco!
Ich schüttel gerade den Kopf. Die ganze Zeit ist von dem Typen nichts zu sehen. Nur hier steht er klasse am langen Pfosten frei. Nimmt den gut an und hämmert das Ding klasse unter die Latte. Trotzdem geht er jetzt raus. Wechsel ohnehin schon viel zu spät, wie immer. Oh, C2. Also jetzt erst die Wechsel, die sollten eigentlich schon vor 10 Minuten kommen. Kirchhoff wieder klasse Ball und gegen Lewandowski. BVB hat momentan keine Chance gegen Schalke. Draxler. Castro fängt zum Ball zwar ab, aber Draxler dreht dazwischen. Hünteler, da ist wieder Bendtner, Ginter davor. Wir bereiten mal den dritten Wechsel vor. Ja, für den guten Hünteler wird Ivica Olic zu seinem Debüt kommen im Schalke-Trikot. Wenn wir das mal machen, wenn wir mal so lieb sein für ihn, zu ihm. Boateng, guter Pass auf Draxler. Boateng macht das gut, finde ich, auf der Position. Draxler, wieder 1 zu viel. Nochmal Hünteler, nochmal Boateng. Da ist wieder Bendtner. Bendtner nochmal raus auf Draxler. War da, doch, ich glaube, das gibt Ecke. Da glaubt, da war der Dortmunder Verteidiger noch dran. Jetzt sehen wir jetzt, wie gesagt, Ivica Olic, schon Kursdebüt für Schalke. Jawohl, Ecke wird es auch geben. Görgi Garic schritt da an, hat im Weltpokal da einige Tore vorbereitet von der Position aus. Mal schauen, was das wird. Ivica, Görgi Garic. Da ist Boateng! Abseits! Schauen wir nach. Ey, was war das denn? Ich wollte gern sehen. Ich möchte sagen, da war kein Schalker dran. Ein Pass war es auch nicht, aber okay. Draxler fängt den Abschluss ab vor Götze. Julian Draxler, die beiden Superkinder von Dortmund und Schalke. Olic. Goretzka. Das ist Bendtner. Bendtner macht alles klar. 3-0 für Schalke. Sein 10. Saisontreffer. Jetzt kommt da langsam mal Hünteler ran. Klasse gespielt, klasse Pass von Goretzka auf Bendtner, der steht da völlig frei zwischen Hummels und Sobiech, der gerade eingewechselt wurde. Und da sagt er Danke. Das macht der BVB hier viel zu einfach. Und da ist der erste Sieg im Jahr 2015. Niemand stoppt Schalke auf dem Weg zur Meisterschaft, Fragezeichen. Keine überragende Partie, aber wieder eine souveräne Partie. Weißt du, was Großkreuz da macht? Freut sich wohl nicht Höhe verloren zu haben, oder was? Ja, jeweils, wie gesagt, der Schalke 04 ist unaufhaltsam der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Zusammenfassung wieder. 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Nachbetrachtung wieder, Leute. Ja, da haben wir es. Das 0-0 gegen Gladbach war mal wieder zur Einstimmung gedacht in den ersten Spielen, dass man denkt, man hat eine Chance gegen Schalke und am Ende gewinnen wir doch 3-0 gegen Tabellenvierten aus Dortmund. Nein, Quatsch beiseite. Die erste Halbzeit war gar nicht gut von uns. Was heißt nicht gut? Die war, ja gut, bei uns ist mir ja schon eigentlich Besseres gewöhnt. Das war nicht so der Fußball in der ersten Halbzeit, den wir über weite Strecken in der Hinrunde gesehen haben. Aber eben durch diesen Vorteil, den wir da genutzt haben, auch Foul an Philipp Hofmann im Mittelfeld, der Pass auf Draxler, der spielt rein auf Hünteler an die Strafraumgrenze, der legt nochmal ab auf Boateng und der mit einem satten Strahl zum 1-0 mit dem Pausenpfiff. Das war der Knick für Borussia Dortmund, das war der Absturz für Borussia Dortmund in diesem Spiel. Danach kamen sie gar nicht mehr richtig in die Partie hinein, konnten sie keine Chance mehr herausspielen. Die erste halbe Stunde, können wir sagen, war Dortmund besser, muss man so ehrlich sagen. Danach kamen unsere Schalker wieder besser ins Spiel, haben ja am Ende doch, wenn nicht sogar ein bisschen zu hoch gewonnen, aber am Ende wurde halt die Dortmunder individuellen Fehler der Dortmunder bestraft, nämlich mit dieser Abwehr betrieben haben, als Isco beim 2-0 völlig frei am langen Pfosten stand oder auch als Bendtner dazwischen Sobiech und Hummels völlig frei stand und ja, keiner wusste, zu wem er nur gehört. Draxler trotzdem bester Mann, für mich war er ein bisschen zu verspielt und zu eigensinnig. Hünteler wieder mit zwei Torvorlagen, also der ist einfach unglaublich, der Typ, wie viele Torvorlagen hat er jetzt diese Saison schon? 8 Torvorlagen und 13 Tore. Treffen tut er schon länger nicht mehr. Niklas Bender hat ihn jetzt bald eingeholt. Sein 10. Saisontreffer zum 3-0. Also er hat eine richtig gute Quote. 13 Einsätze, 10 Tore. Der Einkauf hat sich mal sowas von gelohnt bislang. Und ich glaube, der wird auch wieder zum Stammspieler. Hofmann, seine gute Form, konnte er nicht halten. Hat zwar einiges versucht, ein paar gute Schüsse aufs Tor gebracht, aber am Ende nicht ganz so erfolgreich. Hat sogar mehr Marktwert jetzt als Bender. Also der Marktwert echt gesteigert, der gute Hofmann.
Interessant, Leon Goretzka mit einer Torvorlage auch eher. Ja, ist ja schwierig. Isco hat zwar getroffen. Lassen wir da Goretzka wieder ran oder doch nicht? Früher oder später wird Goretzka sowieso spielen. Aufgrund der nächsten gelben Karte bei Isco. Dann wird er nämlich gelb gesperrt sein. Garic hat gut durchgehalten. In der ersten Halbzeit lief ihn Reus ein bisschen öfter mal weg. Aber ich finde, er hat das gut gemacht. Trotzdem noch Görgi Garic. Momentan hat einfach die Nase vor Uchida. Auch wenn Uchida mit Stärkepunkt besser ist. Patrick Jakowski, jo, seine Form ist auch wieder ein bisschen runter. Nee, es ist ja ganz gut noch wieder bei. Er wird seine Einsätze kriegen, keine Sorge. Würde ich jetzt bei Schalke, würde ich jetzt hundertprozentig sicher sein, dass ich bei Schalke bleibe in der nächsten Saison. Denn ist Jakowski nächste Saison auf jeden Fall die Nummer 1. Kann ich nichts anderes zu sagen. Wenn nicht, dann werden wir gucken, wohin sind und vielleicht holen wir dann Jakowski zu den neuen Vereinen. Aber mal schauen, was da los ist. Erstmal wollen wir hier die Meisterschaft holen, dann beschäftigen wir uns wirklich erst damit, was nächste Saison ist. So, Statistiken, schauen wir nach. Ballbesitztechnisch war es aufgrund der zweiten Halbzeit klar. 65% Ballbesitz für unsere Schalke gegen Dortmund. 8:3 Torchancen. Die 3 Torchancen hatte Dortmund, eben als es noch 0-0 stand. Ja, am Ende gewinnen wir doch immer so recht souverän. Jetzt das nächste Spiel, das große Kräftemessen mit den Bayern. Nee, doch noch nicht mit den Bayern. Ach, guck an. Ich dachte, das wäre gleich hintereinander weg. Draxler wurde bereits zum 7. Mal in die Elf des Tages gewählt. Oh, so gut war er diesmal gar nicht. So gut war er doch diesmal gar nicht. Och, Leute. Jetzt lobt dem kleinen Mann nicht in den Himmel hoch. Schauen wir auf die Ergebnisse. Eintracht Frankfurt gegen Stuttgart 1-0. Freiburg Hannover 0-1. Damit bleibt uns Hannover weiter im Nacken. Was heißt im Nacken? Aber sie bleiben heißester Verfolger. Leverkusen Gladbach 0-1. Fürth Bremen 0-1. Bayern gegen Wolfsburg 2-0. Mainz gegen Hoffenheim 2-2. Nürnberg Lautern 2-3. Die Nürnberger... Die Lauterer gewinnen. Gucken wir mal, was hat Maximilian dazu beigetragen. Hat er was beigetragen? Ja, ein Tor und 2 Vorlagen. Überragender Mann eigentlich gewesen, Maximilian Meyer. Freut mich für ihn natürlich da. 6 Torvorlagen, 4 Tore, 19 Spielen. Super überragende Leistung für seine erste Bundesliga-Saison als Stammspieler. Ja, HSV gegen Köln 4-0. Die Kölner, die kommen jetzt zu uns. Ne, wir fahren nach Köln. Aber auch da werden sie keine Chance haben. Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, da können wir sogar wieder Rakowski ins Tor stellen. Spieltagsstatistik. Boateng als Stürmer in der Elf des Tages, ja. Wie gesagt, er ist jetzt auch fest offensiver Mittelfeldspieler, ist er vollkommen sich festgespielt da jetzt. Sieht so aus, jawohl. Wir haben ihn umgeschult, sozusagen. Da, wo er auch in Wirklichkeit spielt, auf der 10er Position. Kevin Prince Boateng, Draxler, wie gesagt, zum 7. Mal in der Elf des Tages. Das ist unglaublich. Ist er, glaube ich, auch führender mit. Gucken wir nach, jawohl. Und Goretzka 6 Mal schon. Von uns ist sonst noch keiner bei. Hier, der Freiburger Torwart Larsen ist schon wieder bei. Kein schlechter. Teamleistung, ja, die war heute, ja, in Ordnung. Beste Spieler. Emineke mit 16 Toren, jetzt momentan Spitzenreiter der Torschützenliste. Hünteler, ja, er trifft nicht mehr so gerne. Er legt lieber auf, der gute Klasian. Notenbester Spieler bleibt weiterhin Julian Draxler. Also er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, Spieler der Saison zu werden, wenn es so weitergeht. Statistisch her. So, schauen wir hier, Karten, 15 gelbe Karten, ein bisschen kassiert, eine gelb-rote schon. Ah, die hat Garic mal gekriegt, ne? So, es geht gegen den ersten FC Köln. Wir stehen zu dir, FC Köln. Okay, ich soll das Ding sein lassen. Manuel Schneider kommt für die Abwehr bei Nürnberg. Was ist das für einer? Manuel Schneider? Na gut, ein junger, na gut, so jung ist er auch nicht mehr. Eher für die zweite. Markus Hendrich, Stanislavski holt Markus Hendrich von Hannover. Stanislavski immer noch bei Köln Trainer, jawohl. Ah, das ist schon ein besseres Talent. So, wir bleiben weit in vorne mit 51 Punkten. Das ist überragend, ne? So, wer hat heute so Geburtstag? Von uns einer dabei, nö. Sidney Sam, der prominenteste Spieler. Spielt ja noch immer noch bei Leverkusen? Ja. Immer noch da aktiv, 118 Bundesligaspiele gemacht. So, gegen den 1. FC Köln geht's. Der Holger Stanislavski, Level 7 sogar, meine Güte. Unser zweiter spielt 0-0-0 gegen Duisburg. Ja gut, neues System, neue Spieler. Bisschen verständlich, vielleicht finden die sie nur ein. Ich denke mal, nämlich die werden nicht mehr aufsteigen jetzt. Deswegen haben wir auch die Besten verliehen da. Damit sie sich ein bisschen weiterentwickeln. Können ja gleich mal gucken, wie die Leihspieler so in die Saison, in die Rückrunde gestartet sind. Top-Transfer-Saison. Thomas Kraft zu Hannover 96. Ist er auch Stammkeeper? Ach so, der ist jetzt kurz vorher gewechselt. Ach, guck an. Für 6 Millionen von Hertha. Ivica Olic. Achso, Top-Transfers sind wohl im Winter, ne? Ja, wir haben bloß Olic geholt. So einer der Top-Transfers für uns. Ein Spiel hat er jetzt gemacht. Mitleidseinsatz. Ne, er ist schon guter, Olic. Auch wenn er schon in die Jahre gekommen ist, ist mittlerweile. Daniel Schwab ist nach Bremen gegangen. Guck an. Für 7 Millionen von Leverkusen. Wow.
Wenn Summen bezahlt im Winter. Wir bezahlen nichts im Winter, wir gehen ablösefrei aus. Oder frustrieren, frustrieren, ja, weil ich hier frustriert gelesen habe. Oder investieren in die Zukunft. Timo Werner ist frustriert. Ja, hat seit 94 Minuten nicht mehr getroffen. Das wird schon wieder. Werden wir gleich mal sagen. Kopf hoch, Digga. Kann man das irgendwie sagen? Du hast die Saison sehr verbessert, kann man schon sagen. Ist nicht überrascht, dass sie eine gute Entwicklung bekommen haben. Dennoch freut er sich über ihre Worte und nutzt die Gelegenheit, sich bei ihnen zu bedanken. Sagt ein Trainer, ohne sie wäre solche Entwicklung undenkbar. Na gut, momentan bildet sich ja noch Herr Markus Gisdol aus. So, 2-0-0. Bester Mann war aber Enzo Zidane. Spielbericht. Note 2,5. Asamoah hat bereits wieder gespielt. Wo hat denn Zidane gespielt? Bitte schön. Im zentralen Mittelfeld. Was soll das denn? Na gut, das ist ja auch gut, aber warum? Warum zum Teufel? Warum hat man dann Asamoah wieder aufgestellt? Also was Dämliches. Na gut, er ist Kapitän der Mannschaft. Ist klar, aber irgendwie ist das ein bisschen Blödsinn. Mannschaft der Woche. Boateng und Draxler. Riskant Anschreiber erfolgreich. Anschreiber funktioniert. Haben wir bald mal ein neues Manager? Ach, das dauert eine Ewigkeit, bis wir ein neues Manager-Level erreichen. Mensch, du. So. Boateng. Ist er denn jetzt auch offiziell? Also hier steht OM jetzt an erster Stelle. Jetzt wird er wohl auch offiziell. Jawohl, steht auch hier drin. Jetzt ist er wieder offiziell offensiver Mittelfeldspieler. Renato Augusto ist gut in Form, aber da kommt er an Boateng momentan nicht vorbei. Auch die Abwehr nicht. Obwohl wir ja mal wieder rotieren könnten gegen Köln. Werden wir natürlich auch tun. Eins ist klar, was sein wird. Rakowski wird stehen. Im Spiel gegen Köln. Jo. Ansonsten, was gibt es noch was Neues sozusagen? Gar nichts Neues, ne? Cedric Suarez wechselt zuerst in Neapel. Wechselt von Neapel zu Benfica, alles klar.